Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe meiner NHL 16 Let's Play Serie, wo ich den DEL Saisonmodus mit den Kölner Haien spiele. Wir haben noch insgesamt 4 Spiele jetzt in der Hauptrunde zu absolvieren. Im letzten Spiel gab es ja einen wichtigen 3:2-Sieg gegen die Thomas Sabo Ice Tigers, die auch Kandidat um die direkten Playoff-Plätze sind. Wir haben jetzt im Spiel heute gegen die Eisbären Berlin, die in der Tabelle auf Platz 9 sind, die Möglichkeit, mit einem Sieg die direkte Qualifikation ohne Pre-Playoffs für die Playoffs eben klar zu machen. War jetzt blöd formuliert, aber ich denke mal, jeder weiß, was gemeint ist. Wie auch immer, wir kommen jetzt zur aktuellen Tabelle. 109 Punkte souverän die Adler Mannheim auf Platz 1, 95 Punkte die Hamburg Freezers auf Platz 2, 84 Punkte Augsburger Panther auf Platz 3, die Kölner Haie mit mir 83 Punkte auf Platz 4, dahinter mit 80 Punkten RC Red Bull München auf Platz 5, die Straubing Tigers mit 73 Punkten auf Platz 6, ebenfalls 73 Punkte, die Thomas Sabo Ice Tigers auf Platz 7, ERC Ingolstadt mit 70 Punkten auf Platz 8, die Eisbären Berlin 64 Punkte auf Platz 9, die Grizzly Adams Wolfsburg mit 63 Punkten auf 10, ebenfalls 63 Punkte, die Schwenninger Wild Wings, die Iserlohn Roosters mit 54 Punkten auf Platz 12, 51 Punkte, die Düsseldorfer EG, die noch theoretische Chancen hat, in die Pre-Playoffs einzuziehen. Und raus sind definitiv die Krefeld Pinguine mit 46 Punkten auf Platz 14. So, wenn jetzt hier die Kreistaste gehen würde, kommen wir jetzt zu den Topscorern der Liga. Da hätten wir Ryan Jones mit 53 Punkten, Alex Barta mit 48 Punkten dahinter, Jerome Flake mit 45 Punkten, Alexander Weiss mit 44 Punkten, genauso wie Danny Heatley und dann kommt Patrick Hage mit 43 Punkten. Der Top-Torjäger definitiv Ryan Jones dahinter, also 37 Tore, dahinter Dragan Omićević 24 Tore und dann Danny Heatley, Jason Jaspers mit 22 Punkten und dann nochmal John Liberty und Alex Weiss mit 21. Ja, und dann Patrick Hager hinter Jerome Flake, der 20 hat, mit 19, wie auch Drew LeBlanc. So, und die Top Assists, da sollte immer noch Herbert Vasiljevs definitiv mit 37 Assists führen. Dahinter Alex Barta 31, Jochnecht 29, Jared Ross 28, John Rohl oder Roh, wie auch immer, mit 26, wie auch Mark Mancari und Jason Williams und Moritz Müller ebenfalls. Und dahinter haben wir sogar noch Sean Lalonde mit 25 und Jerome Flake auch 25. Nun gut, kommen wir zum nächsten Spiel gegen die Eisbären Berlin. Und wir lassen Gustav Wesslau mal ran. Ich glaube, im letzten Spiel hatten wir mit Daniel Jonushoff gespielt. Ja, muss ich, glaube ich, jetzt hier einstellen. Tatsache. Ah, ne. Haben wir das letzte Spiel mit Wesslau gespielt? Ich dachte, es wäre Jonushoff gewesen. Naja. So, da sind wir in der Lanxess Arena. Auch wenn der EA Sports Arena steht, das stimmt natürlich nicht. Looking at the specialty teams, Doc, and I'm going to look at the penalty kill. A team that has a real strong unit while shorthanded. So, Ligatabelle. Ja, die geht leider viel zu schnell weg. Da haben wir Gustav Wesslau, 3,27 Gegentore pro Spiel, Fangquote 85,7. Bilanz 24 Siege, 14 Niederlagen, 2 Overtime-Niederlagen. 4 Spiele haben wir noch Zeit, dass er einen Shutout bekommt, aber ich habe langsam die Hoffnung aufgegeben. Auf der anderen Seite Petri WH, 19 Siege, 19 Niederlagen, 3 Overtime-Niederlagen, 2,15 Gegentor pro Spiel, Fangquote 91,9 stand, glaube ich, da und 5 oder 6 Shutouts. So, Williams verliert den Bully gegen Dan Olver. In those areas in their 10 game segment. Picked up in the attacking zone, moves to the corner, takes that pass, back and forth. Ah, was macht er denn? Between the points. Passing one off now to Olver.
Was ist das denn, ey? Scheiße. Tja. Ganz, ganz blödes Gegentor. Und der Shutout ist somit auch mal wieder nicht möglich. Jetzt gucken wir mal. Schlagschuss. Ah. Mann. Tja. So schnell geht's. Wir werden Rache nehmen. Rache für Gustav. W. Hahn kriegt die Bude voll. Und Ryan Jones, sag ich doch. Die Rache wird kommen. Ryan ist dreamy. Ist natürlich schön, dass das ein Kerl hochhält, das Schild. In front of the goaltender, that's a tough place to make a beautiful little finesse play. A little under 3 minutes have passed. Two goals so far, divided. Oh, Hager gewinnt hier die Bullies. Was geht denn hier ab? With a shot, misses the net. To the slot, gets around him here. Hey. Ich hätte vielleicht mal passen sollen. Letzten 10 Spiele, 9 Siege, eine Niederlage für die Haie. Nach Falk. Oh, Wesslau. New Lock, Rankel und. So. Ach Mann, das sind keine guten Blue-Liner hier, Lüdemann und Ankert. Und Gogula mit dem 2-1. Assistenten müssten jetzt Ankert und Lüde gewesen sein. Tja, noch kein gehaltener. Doch, einen hat er gehalten. Lüdemann und Ankert, Tatsache. Sag ich nur, das sind keine guten Blue-Liner und dann das Tor von ihm. Ach Mann, ey, mit jedem gewinne ich hier einen Bulli, aber nicht mit Jason Williams. Ach Scheiße, ich dachte, der läuft weiter. Berlin's controlling the play in their own end. To Cole. Slid to Upshaw. Right up the side. Propelled to Cole. Back in front. Terrific. Und Wesslau. Terrific opportunity. You want to score goals, you have to go to this area. Quick work on the faceoff. Good centering pass to the slot. Picks it up in his own end. Ach, oh, Glück gehabt. Der Puck ist in der neutralen Zone. Mann! Wow, Glück gehabt. So, Moritz Müller mit einem guten Pass auf Ryan Jones. Und Sulzer passt gut auf. Und Alex Weiß. Jawohl! Da haben sie mir aber richtig Platz gelassen, die Berliner. Sulzer und Müller, schon wieder zwei Abwehrspieler als Assistenten. War ja fast heute, ich war heute auf jeden Fall bei meinem Haie-Spiel gegen Krefeld und hat Sebastian Novira auch 0,7 Sekunden vor Schluss noch so ein ähnliches Tor gemacht. Also, nochmal, sollte Sebastian Novira sich dieses Video angucken, hast du super gemacht.
Ich glaube, ich habe ihn schon mal in einer anderen Folge gegrüßt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich meine, ich habe Sebastian Vieira schon mal grüßen lassen. Ich glaube, da ging es darum, weil seine... Ja doch, weil seine Bewertung irgendwie... viel zu schlecht war hier in dem Spiel. Ach Gott. Picked up in the attacking zone. Speeds right on goal. Whoa, what a play. Oh, Eriksson hat da aber blendend aufgepasst. Steps between the circles. Brings a shot. Och, Oslund. Berlin's in their own end and carrying it on. Gives it away and gets it back. Hört Talbot und Weslau mit zwei Saves. Und Jason Williams. Ach Mann. Good work with the stick. Pitching it to Olver. Good quick stick. Moves to the corner. Slides it to the point to Braun. Oh, zum Glück der Schläger gebrochen. Und Nick Latter. Aber es kommt leider keiner mit. Ja, da kann ich leider nichts tun. Ach, da haben wir hier Sebastian Vieira. Boah, Alter, der wäre glaube ich drin gewesen. Aber ist ja um. 3:1 nach dem ersten Drittel geht, glaube ich, auch so in Ordnung. Also meine Chancenverwertung ist auf jeden Fall mega heute. 6:4 Schüsse, einen hat er gehalten hier, der Wehan. Yeah, 79% Passquote, läuft. So, dann machen wir mal weiter. First face off of period 2. On to Olver. Heads on to the corner. Toward the net. Outstanding point blank save. The goalie makes himself look big. Nein. Offside is called. Somebody got over anxious. Voll im Abseits. Good clean win on the draw. And down to Upshaw. Ach Mann. Und dann sowas hier wieder. Berlin's gotten an important goal here. They call it the proximate goal. It gets you back to within one. And considering we're in the second period, that's a nice step. Directing that one to Braun. Perfect pass, tape to tape. He's got it at center ice from right wing. Back in his defensive end to get it. Puck is thrown to Jones. Nah. He comes right on his stick. Not very long, but good. Nobles loses that puck while faking in the offensive zone. He tried to do way too much there, Doc. Cologne's lugging it through the center ice area, forcing attention in deep. Ach, Mann. Back near the blue line to Salzer. Right where the board. So Patrick Hager. He could start some danger here. Moves to the corner. Ach Mann, Fehlpass. Berlin's in possession as they travel through center ice. Dumped in on through the corner. Good centering pass. Oh, Alter. The shooter cannot believe he made that unbelievable save, oder? And I can't either. Heads on to the corner. Oh, Mitschewitsch, warum schießt er denn nicht direkt, Mensch? Unbelievable stop to Upshaw. Upshaw's creating chances for his teammates with two assists so far. Forcing attention in deep. Cologne's in their own end and in possession. Great shooting position. Oslund. Jawohl, aber da macht Umicevic ein. Cologne's got a two-goal lead now. Still in the second period. Lots of time to build on that. They win the draw and will now set up an attack. In the slot, he's taken a perfect centering pass. Got
that pass near the blue line and now looks ahead. Sends it back the other way. In front. Hope check. No room for a pass. Possession, pressure, that's got to equal a goal. This is overwhelming. Elects not to shoot. And it's turned aside. Cologne's organizing back in the defensive zone. So, Gugula, der heute schon ein Tor gemacht hat. Bei dem läuft es eigentlich echt die letzten Spiele. Einige Scorer-Punkte geholt. And still with it through the neutral zone. On through the corner. Was war das denn? So, Johannes Salmonsen. Ah, nein, rüber. You know what, Doc? I could see why he missed the net. There was nothing there. He tried to be too fine. So, Sebastian Uvira. Ah, den hat Fehan. Bisschen stochern hier. Usually when you see shoving and pushing after a whistle, it leads up to something bigger. And I mean a lot bigger. Aber irgendwie so echt Schlägereien sind hier ganz schön möglich in dem Spiel. Cologne's advantage in this game has just been enhanced. It's a pair of goals. Berlin's moving well through the neutral zone. He got in. Und Sean Lalonde, Glück gehabt. And he motors on between the blue lines. He's going to the net. Shooting. Oh, Oslund. Grabbed by Cole. Scheiße. He's held up and pinned. Kicked out of the scrum. Chip to Eriksson. To Williams. Great. Oh. Berlin's getting an attack ready in their own end. Slid to Olver. Pass straight up to Upshaw. He wheels behind. Outstanding save. What magic even to get there and get the shot off. You want to score goals, you have Williams to immer noch drauf. You gotta find a way to put it in the net. Decides to give up some space in order to get some back. Chipped off the boards and ahead. He's right in front. Oh, schade, Weiss. I'm sure he meant well. I think with him getting bounced around in a slot area, he just got a little discombobulated and missed the net completely. He heads right for the net. What a save. Och, Mann. He had no chance. I know it's a great save, but if you're the shooter, you gotta find a way to put the puck in the back of the net. Oh, how can they miss that pass? Cologne's in control of the puck up the wing. Let's go, oh, Hager, nein, das gibt's doch gar nicht. Players tired, about to get a rest, but still seconds to play in this period. Moving it to Gervais. Thrown to the slot. Got his pad on that one. Oh, Stevens. Good job with the poke check. So, dann gehen wir mit 4:2 ins Schlussdrittel. Two periods are in the book, so are a lot of goals. Haben Spielstand jetzt 12:10 Schüsse, also da bin ich echt nicht schlecht heute. 79% Pässe ist eigentlich auch okay. Aktuell wäre ich direkt in den Playoffs. We have begun the third period. Receives that pass from the other side. Great job to slip on by. In the crease. Och Gott. And that's the hat-trick. Mann. Was Hattrick für wen? If any, but he's got three goals. Ach shit. Off the face off, he ties his man up and so the puck goes to his team. Puck controlled by Cole. Cologne's in possession as they travel in the defensive zone. Passing one off now to Williams. Takes it up near the boards. Drives to the net. Ja, spielt sich auch keiner frei hier mal. Hallo. Parked at the crease. Shoots. Puck out in front. Och, Oslund vergibt. Shooting. Umicevic zu weit hoch. Pitching this one. Mann. Snapping a pass to Cole. It's an odd man rush. It's a 3-on-2. Superb defensive play by Williams. Cologne shifting gears as they travel through center ice. In the slot. Nein, das war so gut rausgespielt, verdammt. Gets that pass, doesn't have to move too much. Ach, Eriksson kriegt ihn nicht. Centering pass.
Looking to Jones. Jones immer noch auf dem Eis. Hager. Jawohl, Ryan Jones, Doppelpack. Da war schon der Ryan ist dreamy. Ich muss auch mal so ein Schild machen für Ryan Jones. Ryan ist dreamy. You get to this high scoring area, a wrist shot is a great choice. Under 6 minutes gone. Cologne's lead on the strength of that recent goal is 2. Good job on that face-off tying the man up. Heads on to the corner. The stick can break up a play and it just did. Cologne's recoiling. Oh shit. Could be troubled near the line. Good jab with the stick there. Up the wing. Cruises to the. Oh nein, Falk, aber der sollte doch eigentlich zum Salmonsen gehen. Looking for options out of their own end. Propelled to fall. And they've got a 3-on-2 here. Out in the slot. Oh, schade. Can he generate something? Steps between. Nein. He's into the slot. Gives it on a cross from the point. Got that pass off the boards. Skates through the corner. What control? Why isn't he shooting? Oh, Vira, schade. Oh, jetzt könnte Westlau eigentlich rauskommen, aber er tut's nicht. Oh, good chance here. He's got a wonderful centering pass. Went to the backhand. Missed on the shot. Berlin's in possession through the neutral zone. Does a pivot and heads back, at least for now. Decides the better of it and will wait for now. Puck collected by Braun. Berlin's in control through the neutral zone. Talbot, aber Wessler. Now that's a quick glove. Let's check in at ice level with Ray. Cole. Ist der das mit dem Hattrick heute? Three goals. Ja, da muss ich mit Jones hier noch eins machen, damit er auch 3 Tore hat. He has been spectacular, Ray. Just over 7 minutes still to be skated. Just recently another goal and so the lead is 2. Picks it up in his own end. Cologne's controlling play now in the defensive zone. Broke it up well. Oh. Pitching it to Upshaw. He's going to skate it on back now. One into another. Better get your head up. That's a nine that he had to take there. Laid on to Olver. Got it at the point. Oh, what a wonderful block that was. What late game heroics there. Right into the. Ach du Scheiße. He's got that point pass. Now it's directed to Upshaw. Carries it up the side. Upshaw's got to try to simplify his game there. Just was ist das jetzt, Sulzer? Oh. And he freezes for the whistle. WH 9 Paraden, 5 waren drin. Starke Statistik heute. They win the draw. Let's see if it pays off. Ey. Berlin's in their own end setting things up. Nice pass right up the gut. Carries it up the wing. Back in his defensive end to get it. Picked up in the attacking zone. Score! Alter, das gibt's doch gar nicht. 4-5. And there's time remaining here in the third period to get it even. Face off win and now what will they do with it? Spencer Mahalchik assisted by number 17. Possession taken behind the net. Wonderful work in close and a brilliant save. A missed opportunity from this. So Jones, jetzt kommt dritter. They've got a 2-on-1. Directed on. Nein. Wonderful save of an all-star shot. Oh, Hager. You score on that chance, that gives you some breathing room the rest of the way. Banked right ahead. Looking from the blue line. Drives in with. Und Lalonde macht, denke ich mal, den Deckel drauf, 6-4. Aber ich glaube, Jones war wenigstens mit einem Assist dabei. Neutralized face-off win. Pass attempt to Cole. So, die nehmen den Goalie raus. There he goes, net empty. Let's
Und Weslow. Per Oslund, jawohl, er hat schon lange kein Tor mehr gemacht. Nein, das gibt's doch nicht. Ich will mal wieder ein Empty-Net-Tor machen. Gugula. Scheiße, Mann, ey. Das mir gelingt einfach kein Empty Net mehr. Aber egal. 6-4. So, was haben wir? Schussstatistik 18-16. Beide sind berauschend. Jones 2 Tore, 1 Assist. Cole 3 Tore, Upshaw 3 Assists. Na gut. Und damit steht fest, wir sind direkt in den Playoffs. Ihr werdet von Pre-Playoff-Spielen verschont. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, weil ihr kennt noch die Anfangsfolgen, da lief alles andere als gut. Und jetzt sind wir tatsächlich hier auf Platz 3 sogar. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal dann wieder rein, wenn wir das Heimspiel noch gegen die Münchner haben. Mach's gut bis dahin und ciao.